26. Runde steht vor der Tür in der englischen Woche. Wir treffen morgen auf den SV Mattersburg um 18.30 Uhr im Pappelstadion. Die Mannschaft wird erst morgen ins Burgenland reisen. Bei mir begrüßen darf ich Cheftrainer Franco Foda und Sandy Lovric. Franco, du hast die Mannschaft gegen Salzburg sehr gut eingestellt. Sie hat dominiert. Es gibt wieder einige Ausfälle. Wie sieht es in dem Bereich aus? Ja, nochmals auf das Spiel zurückzukommen gegen Salzburg. Klar wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen. Wäre auch möglich gewesen. Wir hatten kurz vor Schluss noch eine Riesenmöglichkeit, das Spiel für uns zu entscheiden. Ich denke trotz allem, dass die Mannschaft über weite Strecken sehr, sehr guten Auftritt hingelegt hat. Vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten haben wir extrem gut gespielt, waren sehr ballsicher. Wir haben uns immer wieder aus dem Gegenpressing gelöst von Salzburg. Wir haben gewusst, wie wir spielen müssen. Und insofern muss man dann auch mit dem 0:0 am Ende zufrieden sein. Ja, Roman Kinas ist krank. Ich denke, er wird ausfallen am Wochenende. Tanju ist angeschlagen. Werden wir dann heute nach dem Training entscheiden, ob er dann morgen einsatzfähig ist oder nicht. Thorsten Schick und Christian Klemm sind nach wie vor noch lädiert. Werden auch nicht spielen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mannschaft auch die Ausfälle, trotz den vielen Ausfällen im letzten Spiel gezeigt hat, dass sie gut funktioniert. Und hoffe, dass wir dann auch die dazugekommenen Ausfälle morgen dann kompensieren können. Die Mattersburger sind nicht so gut ins Frühjahr gestartet, aber trotzdem eine sehr gefährliche Mannschaft, oder? Ja, das haben wir ja schon in den zurückliegenden zwei Spielen bemerkt. Ja. Wir haben ja noch kein Spiel gegen Mattersburg gewonnen. Dort haben wir 2:0 verloren, zu Hause 0:0 gespielt. Zu Hause war es eher ein sehr schlechtes Spiel von uns. Und ja, wir wollen sicher morgen auch. Wir fahren zu jedem Spiel und die Intention ist immer, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Frage, ob es der Gegner zulässt, aber es wird morgen wieder ein ganz anderes Spiel als gegen Salzburg. Uns erwartet eine andere Mannschaft, ja, die haben andere Qualitäten. Dann werden wir uns heute einstellen. Wir haben ja nur kurze Zeit, uns auf dieses Spiel vorzubereiten. Das werden wir dann heute im Training machen und dann bin ich aber überzeugt, dass wir da morgen ein gutes Spiel abliefern werden. Sandy, du bist in 3 von 5 Spielen im Frühjahr zum Einsatz gekommen. Wie sieht dein persönliches Resümee aus? Also, wie gesagt, ich bin ein junger Spieler. Ich versuche mich von Woche zu Woche weiterzuentwickeln. Im Training mir mein Bestes zu geben. Bei den Spielen die Spiele auch mein Bestes zu geben. Und ja, zufrieden darf man nie sein. Und ja, immer weiterarbeiten. Jetzt warten morgen die Mattersburger. Der Trainer hat schon gesagt, die Vorbereitung war kurz. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, wie der Trainer gesagt hat, Mattersburg hat andere Qualitäten als Salzburg. Aber eben auch Qualitäten. Es ist eine sehr große Mannschaft und da müssen wir eben aufpassen. Und ja, wir fahren da hin, um 3 Punkte zu holen. Und ich glaube, wir sind überzeugt davon, dass wir da die 3 Punkte mit nach Graz nehmen. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Herr Foda, gegen Salzburg hat das Spiel die erste Hälfte lang sehr, sehr kompakt ausgesehen, auch sehr souverän agiert die ersten 30 Minuten. War da viel dabei, was auch nach Ihrem Geschmack war, wie man spielen könnte über 90 Minuten? Ja, so könnte der Fußball über 90 Minuten ausschauen. Noch zwingender in der letzten Zone. Ja, wir haben ja auch in der zweiten Halbzeit eigentlich, gut, wir hatten eine Phase direkt nach der Halbzeit, so 10, 15 Minuten, wo Salzburg besser im Spiel war. Aber am Ende des Spiels ja, sind wir wieder aufgekommen. Wir haben eigentlich viele gute Aktionen. Wir müssen einfach so in der allerletzten Zone, ja, so die 20 Meter vor dem Tor, da müssen wir einfach noch entschlossener werden, ja, noch zielstrebiger den Torabschluss suchen. Ja, das sind noch die Dinge, die müssen wir noch verbessern. Aber habe das schon vor ein paar Wochen gesagt, also auch vor dem Spiel gegen Ried, ja, wo ja wir in einer schwierigen Situation waren, habe ich immer gesagt, es kann sich hier was entwickeln. Also wir haben ja auch viele junge Spieler eingesetzt, auch wenn das manch oder einige anders sehen. Aber die Fakten sind einfach, dass wir am Ende des Spiels mit Sandy gespielt haben. Er war, glaube ich, 17, Sascha 19, Donis 18, Grubi 20, um nur einige zu nennen. Und deshalb hat es mir auch Freude gemacht, den Spielern zuzusehen, wie sie gegen Salzburg, ja, Salzburg ist ja nicht irgendeine Mannschaft, wie sie sich dann präsentiert hat. Und ich glaube, das ist die Zukunft und da werden wir weiterarbeiten. Wir werden von unserem Weg nicht abgehen und werden versuchen, die Mannschaft immer wieder zu verbessern. Es gibt einige Dinge noch, die wir besser machen müssen. Und nichtsdestotrotz sind wir jetzt im Moment sehr kompakt. Die Mannschaft lässt eigentlich wenig Torchancen zu.
und erarbeitet sich in jedem Spiel einige, spielt gute Möglichkeiten heraus und die müssen wir halt in Zukunft nutzen. Welches Spiel erwarten Sie in Mattersburg? Wie erwarten Sie den Gegner? Salzburg versucht ja viel über die technische Seite zu lösen. Wird es gegen Mattersburg wieder ein komplett anderes Spiel mit sehr, sehr viel Körpereinsatz, vielleicht noch mehr gegen Salzburg? Ja, es ist eine, Mattersburg ist eine sehr robuste Mannschaft, aber seit Ivo dort ist, versuchen sie auch schon mehr spielerische Lösungen zu finden, aber sie sind trotzdem gerade dann auch in der Box extrem gefährlich, weil sie große, kopfballstarke Spieler haben, sind bei Standards gefährlich und das wissen wir, da müssen wir uns darauf einstellen und wird sicher auch eine intensive Partie. Und ja, die Mannschaft, die morgen mehr Mentalität zeigt nach der englischen Woche, mehr Leidenschaft auf den Platz bringt, ja, die den Sieg mehr will, die wird morgen gewinnen. Hinter dir. Herr Foda, ein gutes Spiel gegen Salzburg, aber leider nur vor 6.000 Zuschauern. Wie erklären Sie sich das und wie groß ist die Enttäuschung, wenn man gegen den Liga-Größe nur vor so wenigen Zuschauern spielt? Ja, wir hätten uns sicherlich mehr Zuschauer erwartet und auch gehofft und ich glaube auch, die Mannschaft hätte mehr Zuschauer verdient, aber da gab es, glaube ich, mehrere Ansatzpunkte. Das Spiel war um 20.30 Uhr. Das bedeutet mal, dass alle Familien mit Kindern wahrscheinlich nicht ins Stadion gekommen sind, aufgrund der späten Anstoßzeit. Darüber hinaus war es ein Live-Spiel in ORF und das macht dann gleich mal so 2.000, 3.000, 4.000 Zuschauer aus wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir trotzdem gute Fans haben und dass sie dann, das hat man auch gegen Rapid Wien gesehen, ja, da war der Zeitpunkt gut. Es war am Sonntag und da hatten wir über 13.000, also die Fans sind da. Aber es war, glaube ich, unter der Woche, an einem Mittwochabend, Live-Spiel. Insofern sind dann wohl oder sind einige Zuschauer aufgrund dieser Tatsache zu Hause geblieben. Herr Foda, in weniger als 3 Monaten laufen bestimmt 16 Spielerverträge aus. Steht der Kern schon für die neue Saison oder und inwieweit sind Sie in die Planungen involviert? Gut, als Trainer ist man in die Planung schon involviert, aber bin auch etwas überfragt, aber ich glaube nicht, dass 16 Spielerverträge auslaufen. Also wir haben schon auf einige Spieler, glaube ich, Optionen, aber wie gesagt, bin ja da nicht allein verantwortlich und wir haben eine klare Planung. Wir wissen schon, mit welchen Spielern man verlängern will, was uns vielleicht auch noch fehlt, um den nächsten Schritt zu gehen, zu tun. Aber das hängt, da gibt es ja auch Faktoren, ja, das sind die Rahmenbedingungen, was haben wir im nächsten Jahr für Budget und so weiter und so fort. Das sind noch einige Dinge zu klären, aber klar, man arbeitet nicht von heute auf morgen, sondern wir sind schon in der Planung auch für die nächste Saison und die wird dann dementsprechend auch aussehen. Sind die Belastung oder Ansporn, wenn die Fans permanent einen Einsatz fordern? Es ist sicher toll zu hören, dass die Fans die Einsätze fordern. Am Ende liegt es dann doch an mir, wie ich mich im Training präsentiere, wie ich auftritt. Und es hängt von meinen Leistungen ab, im Training und auch im Spiel. Sandi, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie es dir geht jetzt in dieser Zeit. Du kommst jetzt immer öfter zum Einsatz auch. Es ist wahrscheinlich eine sehr spannende Zeit für dich. Pressekonferenzen und so weiter. Wie geht man damit um als junger Spieler? Ja, ich sage mal so, es ist cool. Es ist meine erste Pressekonferenz. Es kommt viel zusammen, aber ich nehme das eher locker und genieße es auch ein bisschen. Wie gesagt, und ja, ich glaube, zu verkrampft darf man da nicht sein und zu viel nachdenken über das, sondern hinnehmen, wie es ist und mit dem umgehen und ja, das Beste draus machen, würde ich sagen. Hast du da irgendwie einen Druck? Man hat in deinem Zusammenhang sehr viel gelesen. Jahrhunderttalent, sind da solche Ausdrücke gefallen, Kontakte zu Top-Clubs. Wie bist du mit dem Ganzen umgegangen? Also ich versuche das immer komplett auszublenden. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Das ist im Training und bei jedem Spiel. Und wie gesagt, ich versuche das auszublenden, weil die Wahrheit liegt dann schlussendlich doch am Platz und nicht in den Zeitungen oder irgendwo. Gibt es noch eine Frage?
Sandi, wie geht's dir im Matura-Jahr? Schule ist alles okay? Ja, im Moment schon. Also Noten passen bis jetzt, alles positiv. Und ja, ich schaffe das schon. Und dann den Herrn Foda. Wird Kamavuaka in die Startelf zurückkehren? Das ist durchaus möglich, ja. Oder was ja auch immer wichtig ist bei jungen Talenten, Sie haben es auch angesprochen, wenn Sandi auch wichtige Prüfungen hat, kann man einen Sportler, einen Fußballer dann überhaupt schonen, zum Beispiel wenn eine wichtige Prüfung in der Schule ansteht? Wie handhaben Sie das? Schauen Sie, ich bin ein Trainer, der sehr, sehr viel Wert auf Nachwuchs legt. Ja. Und ich bin aber auch ein Trainer, der sehr viel Wert darauf legt, dass die schulische Ausbildung funktioniert. Und da bin ich mit Sandi immer in Kontakt, sehr viel in Kontakt. Und für mich ist die Phase jetzt klar, für ihn ist es nicht einfach, beides miteinander zu verbinden. Aber er bekommt, wenn er irgendwas in der Schule, wenn etwas Wichtiges ansteht, bekommt er von mir frei. Ja, weil ich einfach glaube, es gibt viele sehr, sehr gute Talente. Aber Fußball ist auch sehr schnelllebig in beide Richtungen. Und insofern, das spricht einmal, jeder Spieler kann nicht auf Top-Niveau spielen. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist auch, es gibt sehr viele oder schwierige Verletzungen, ja, die auch einen Spieler zurückwerfen können. Und deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wenn ein junger Spieler die Schule angefangen hat, sich darin befindet, im Matura-Jahr, dass er das auch auf jeden Fall abschließt. Dann hat er mal was in den Händen, ja, wo er vielleicht später mal wieder was damit anfangen kann. Und insofern sind wir eigentlich immer im regen Austausch. Aber ich denke, Sandi ist sehr intelligent, das sieht man jetzt auch hier beim Interview, sehr bodenständig. Er weiß das auch und er weiß auch, dass es mir extrem wichtig ist. Klar, junge Spieler verstehen das oft nicht, sie wollen schnell spielen, was auch irgendwo verständlich ist, spricht auch für seinen Ehrgeiz. Aber habe ihm das auch oft genug gesagt, er muss mir vertrauen und habe schon sehr, sehr viele junge Spieler nach oben gebracht. Sandi, wie war es für dich jetzt da in die Schule zurückzukehren nach dem Salzburg-Match? Hat's da, gibt es schon Autogrammwünsche in der Schule oder besprichst du dann auch mit deinen Schulkollegen das Spiel nochmal? Gibt es da auch eine Analyse? Also ich habe Glück gehabt, dass wir am nächsten Tag haben wir so eine Musical-Aufführung gehabt. Also habe ich gar nicht in die Schule müssen und ja, wir haben mit den Klassenkollegen habe ich geredet, die haben ein paar Aktionen gesagt, was ich gemacht habe, gut und so. Und ja, war lustig. Also, ja. Wie managst du das? Doppelleben, Schule, Schulbank und Sturm Graz? Ja, also Ziel von mir war immer, die Matura zu machen, weil wie der Trainer gesagt hat, man weiß nie, was später ist, ob Verletzung oder ich sage, jeder kann nicht auf dem Top-Level spielen. Also wollte die Schule immer fertig machen und ja, ich glaube, ich manage das im Moment ganz gut und ja, bin ein sehr ehrgeiziger Typ und will das auch schaffen und ich glaube, dass ich das auch schaffen werde dann. Lieblingsfach? Sportkunde. Deine vorwissenschaftliche Arbeit hast du aber schon über Sturm Graz geschrieben, oder? Ja, ich habe geschrieben, der Übergang vom Jugendspieler zum Profispieler. Also das, was quasi mich betrifft, habe ich geschrieben. Gibt es noch eine Frage zum morgigen Spiel vielleicht? Ja. Der Sandi sitzt zwar hier, aber es ist nicht sicher, dass er morgen spielt, wenn Kamavuaka zurückkehrt ins Team. Ist das so richtig? Alles ist möglich. Wir haben jetzt, wie gesagt, in dieser Woche 3 Spiele. Wir werden uns jetzt, oder wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie wir dann morgen spielen werden, weil wir ja heute Morgen schon wussten, wer eventuell ausfallen wird. Und werde auch mit dem einen oder anderen Spieler noch ein Gespräch führen, wie er sich fühlt. Auch natürlich mit Sandi. Er ist ja am Mittwoch über 90 Minuten. Hat er ja alles investiert, musste sehr, sehr viel investieren, rausholen, weil ja gegen Salzburg musst du sehr viel laufen. Also einmal, obwohl wir sehr viel Ballbesitz hatten, also in diesem Spiel auch mit Ball, aber auch ohne Ball.
und hat eigentlich seine Sache über viele oder über weite Strecken des Spiels sehr, sehr gut gemacht. Also insofern hat er auch wieder morgen die Chance zu spielen. Aber das werden wir nachher, wie wir das immer tun, in Ruhe besprechen. Und Sandy ist auch jemand, der schon in seinen jungen Jahren da sehr ehrlich ist und da eine ehrliche Meinung auch abgibt. Und danach werden wir dann entscheiden. Aber auf jeden Fall, er ist morgen dabei in Mattersburg. Und wenn Roman Kienast krank ist, ist Edo Monchi wahrscheinlich gesetzt. Ja, gesetzt ist niemand, aber er ist eine Alternative. Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass wir mit Eddie vorne spielen oder wir spielen mit einer falschen Neun. Das ist ja so ein Modewort, wurde ja irgendwann mal installiert. Das heißt also, Spieler, die eigentlich keine richtigen Stürmer sind, das wäre die Alternative. Oder wäre es eine falsche Neun? Wäre eine falsche Neue, ja, zum Beispiel. Ja, da gibt es ja mehrere Optionen, ob wir vorne mit Donis, mit Stanko, mit Sascha, wäre so eine Option. Oder gibt es einige Möglichkeiten. Christian vorne. Aber wie gesagt, das werden wir dann heute nach dem Training, morgen haben wir noch ein Training, dann entscheiden. Hoffe, dass jetzt keine Verletzungen mehr dazukommen oder auch keine Krankheiten. Ist ja immer bei dem Wetter extrem gefährlich. Und dass wir uns dann gut vorbereiten und die Spieler, die da sind, die haben mein Vertrauen, mein absolutes Vertrauen. Und insofern mache ich mir da auch keine großen Gedanken, wie viele Spieler da jetzt morgen dann nicht dabei sind. Vielleicht noch etwas aus dem Kontext gerissen, weil es schon eine Zeit lang her ist, aber 2008 hat es ein Spiel gegeben in Mattersburg, 5:6. Hat mir viel Nerven gekostet. Wie viel ist da noch präsent im Kopf? Ja, alles, von diesem, ja, alles noch. Alles, ja. Und wie ist irgendwann einmal denkbar, oder ist das ein Jahrhundertereignis, dass so viele Tore in einem Match fallen? Ist das in irgendeiner Form in nächster Zeit einmal denkbar? Ja, kann mich gut erinnern. Wir haben unglaublich gut gespielt. Wir sind in Führung gegangen, auf einmal 2, 3, 4, 5-0 nachgelegt. Es war eigentlich unglaublich und ich kann mich dann noch an die Halbzeitansprache erinnern von mir. Ich habe gesagt, okay, ihr wisst alle, im Fußball kann sehr viel passieren. Wir müssen konzentriert, ruhig weiterspielen. Wir dürfen keine Sekunde nachlassen. Wir müssen versuchen, noch Tore nachzulegen. Und ja, man hat ja dann auch ein Gespür für gewisse Situationen. Und letztendlich ist es dann so gekommen, ne? Wir führen 5-0. Wir haben gewusst, dass das Mattersburg extrem gefährlich ist bei Standardsituationen. Auf einmal 5-1, 5-2, 5-3. Und dann denkst du, du bist im falschen Film. Ja? Und dann machst du eigentlich ja das 6-3 danach, ja? Von Hölzel macht das 6-3. Und dann denkst du eigentlich, okay, jetzt sind sie gebrochen. Und dann Standard 6-4, Weitschuss 6-5. Und dann läuft dir der Schweiß aus allen Ecken. Bist als Trainer nass geschwitzt. Weißt ja, dass es dann letztendlich auch eine Blamage wäre, wenn wir jetzt noch den Ausgleich bekommen. Und ja, dann gab es ja noch den Stuchlik als Schiedsrichter und der lässt dann noch 5 Minuten nachspielen. Ja. Das waren die längsten 5 Minuten in meinem Leben. Aber wir haben es dann Gott sei Dank, obwohl sie hatten noch eine Riesenmöglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, und haben es dann Gott sei Dank über die Runden gebracht und haben das Spiel 6-5 gewonnen. Aber trotz des Sieges war es danach in der Kabine sehr, sehr laut. War das die Abschlussfrage? Dann wünsche ich morgen nicht lange 90 Minuten, sondern schöne 90 Minuten. Dankeschön fürs Kommen. Ja.